Wenn in der Stadt der vielen Wunden sich Schwert und Glaube eingefunden, doch von der eisenführend Hand der leuen Blick sich abgewandt, wenn Gold und Macht im Widerstreit mit Brauch und Sitte alter Zeit und Gewirrlinge stehen vor dem Tor, liegt Unheil über Arivor. Hallo, ihr Gewirrlinge! Wir sind es wieder, die Helden in der Höhle. Einer davon, Nass, genau, Dartan heißt er, war tauchen, hat Dinge gefunden, vor allen Dingen einen Durchgang in eine Nachbarhöhle. Und das ist momentan der einzige Ausweg, den die Helden kennen. Wahrscheinlich gibt es auch keinen anderen. Der Schacht nach oben war dicht. Und dummerweise steht der Durchgang zur Nachbarhöhle, ja, einen Meter unter Wasser. Man muss also einen Meter runtertauchen, einen Meter durch diesen Durchgang und dann wieder einen Meter nach oben. Also 3 Meter Wasserlinie quasi. Und das ist jetzt nicht so das Problem für diejenigen, die halbwegs schwimmen können. Könnte aber für die ein Problem sein, die das nicht können. Und es könnte vor allen Dingen auch ein Problem sein für Dinge, die trocken bleiben müssen. Denn in der Nachbarhöhle ist es natürlich dunkel. Da ist kein Feuerchen wie hier. Und all das sind Probleme, die man wird lösen müssen. Dartan hat erzählt den anderen, wie es da unten aussieht, was er wahrgenommen hat. Hat auch seine Funde zur Analyse gegeben bei Retzan. 2 ja, altertümlich aussehende Tränke. Einer war also Bernsteinrotfarben, so in die Richtung. Mhm. Und ein anderer war wohl, glaube ich, so eher so lila in diese Richtung. Retzan ist dabei, die zu analysieren. Dartan ist gespannt, was das ist. Die Fiolen sahen auf jeden Fall schon mal sehr wertvoll aus. Und derweil haben die anderen oben die Rucksäcke dieser komischen Olsen-Bande da konfisziert und haben auch den jungen Yuko von Tomrad dort losgeeist, der jetzt eher so bei den Helden und der Dotora ist. Das könnte interessant werden oder wichtig. Steyun spielt den Aufpasser, dass die da nicht überschnappen, die Geprellten quasi. Und die Adligen tun wie üblich nichts. So, das war's, oder? Ja, gut zusammengefasst. Das Einzige, was noch vergessen hat, ist, dass Khajiit noch zum Erzherrscher jetzt rüberläuft, um ihm ja, zu berichten, was er jetzt erfahren hat. Also deine Entdeckung wird er auch so mitgekriegt haben. Mhm. Und was er eben bei, wie hast du sie genannt, die Olsen-Bande, was dort gefunden wurde. Die Olsen-Bande, genau. Wer die Olsen-Bande kennt, mag es mal in die Kommentare schreiben. Das war eine Anspielung für die, die es nicht kennen. Mal. Ist das googeln. So ein alte Leute-Ding? Das für eine schwedische das Serie war das. Dänisch, glaube ich. Dänisch, okay. Dänisch. Aber nein, das ist kein Boomer-Ding. Auf jeden Fall skandinavisch. Ja. Aber dann nennen wir sie doch einfach die Olsen-Bande. Die Olsen-Bande, genau. Auch einen Namen für sie. Der Anführer war Egon Olsen. Gut. Müsst mir zwischen den Folgen mal erzählen, was das ist. Wikipedia hilft. Können wir in der Pause immer machen. Ja, so, aber jetzt aber. Back genau. In Character. Also Dartan hat immer noch so die nassen Klamotten an, hat sich aber irgendeine Decke umgeschlungen oder irgend sowas, dass er da nicht zu friert, ist auch in der Nähe des Feuers. Genau. Und macht sich Gedanken, wie man da jetzt durchkommt. Also selber durchkommen ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, wie man halt mit Gepäck durchkommt, dass er trocken bleiben muss, beziehungsweise wie diejenigen durchkommen, die das vielleicht nicht ganz so gut können wie Dartan. Und wie man irgendwie. Ist gut da durchgeschwommen, also. Ja, ne? Aber es kann ja auch nicht jeder. Ich kann ja nicht für jeden schwimmen. Und will das vielleicht auch gar nicht. Und Licht brauchen wir vor allen Dingen erstmal in der anderen Höhle, weil Dartan hat ja absichtlich dann die Höhle nicht erkundet, weil es ja alles komplett dunkel. Mhm. Und bevor er sich da noch verläuft und dann in den falschen Tümpel zurückhechtet, weil da irgendwas raschelt in der Höhle, dann lieber erstmal jemanden vorschicken, der eine Fackel dabei hat. Wie auch immer. Ja. Genau. Ich, glaub, ich weiß, was ich. Erzherrscher wollte. Ja, dann. Ja, dann dass wir halt einen Durchweg gefunden hatten. Genau, ja, also, ja, möchtest du ihm was Spezielles berichten oder einfach nur das, was wir jetzt schon sozusagen off-Character alles erzählt haben? Dass wir halt einen Weg gefunden haben. Wir müssen zwar tauchen, aber wir haben einen Weg gefunden. Gut, ja, gut, also du kommst bei ihm an, erzählst ihm das Ganze und ja, willst du irgendwas explizit auslassen oder erzählst du ihm einfach alles, was du jetzt auch erfahren hast? Ansonsten möchte ich ja halt noch erzählen, dass wir halt noch. Bei der Olsen-Bande halt Heil- und Gegengift gefunden haben.
Okay, gut. Aber der Erzherrscher bräuchte ja auch noch Heilung. Also ganz ehrlich, das mit der Tasche, die Tasche voller Schmuck erwähnst du nicht. Das könnte den Erzherrscher vielleicht sogar mehr interessieren als die Tränke. Ah, egal. Oh, gut, ja, auf seine Tränke hin würde sagen, er hört sich mal bei den anderen Überlebenden um, ob jemand dringend Heilung benötigt. Weil, ne, es müssen ja schließlich alle hier bestmöglich versorgt werden. Mhm. Ja, deswegen, er wird einfach mal bei den anderen fragen, ob sie eben noch ja, Heilung benötigen und wird sich dann bei euch melden, wenn... Ja, ja, Dr. Medium Schmuck würde ich ihm halt auch sagen. Okay, gut, also erzählt ihm theoretisch alles, also dass ihr Design gefunden habt, genau. Schmuck gefunden habt und so. Und, ja. So, er nimmt das alles zur Kenntnis, nickt etwas grüblerisch und ja, kommentiert es aber nicht groß, also auch das mit dem Schmuck. Also man sieht schon an seinem Gesichtsausdruck, dass er jetzt not amused ist, wie man so schön sagt, aber gut, was soll er in der Situation jetzt so groß machen? So. Aber nee, wie gesagt, er sagt zu dir, dass er sich dann bei euch meldet, wenn er weiß, wer nochmal Heilung benötigt. Und dass wir halt einen Weg gefunden haben. Mhm. Also Data hat einen Weg gefunden. Wir müssen zwar tauchen, aber... Mhm. Ja, also auch das, sagt er, wird er den anderen Überlebenden erzählen. Das wird auf jeden Fall die Stimmung heben. Es wird wieder neuen Mut den Leuten geben. Und ja, das lobt ihr auch nochmal, dass ihr das sehr gut gemacht habt und dass er stolz ist und... Ja, was sie dann ohne euch tun würden, ihr leistet hier wirklich sehr, sehr gute Arbeit und er ist froh, dass ihr dabei seid. Mhm, und nicht im Kerker. Mhm. Egal, es war ein Kommentar aus dem Off. Genau, gut. Ja, wie gesagt, er wendet sich dann auch gleich an die anderen Überlebenden und ja, ich denke mal, du wirst wieder Richtung deiner Gruppe zurücklaufen. Genau. Gut. Ja, dann beratschlagt mal, wie und was ihr jetzt tun wollt. Also Khajiit ist so in der Nähe, dass du das auch alles hörst. Dartan sagt, es gibt einen kleinen Absatz direkt oberhalb der Stelle, wo wir durchtauchen müssen. Ich denke, dort könnten wir eine Fackel irgendwie befestigen, die Steine klemmen, irgend so etwas, damit man weiß, wo man hintauchen muss, an welcher Stelle des Schachts, falls jemand die Orientierung verliert, wo man runtertauchen muss und damit wir auch ein bisschen Licht in dem Schacht haben. Es sollte aber auch auf der anderen Seite der Höhle am besten ein Feuer angezündet werden. Dartan deutet so mit dem Kinn so in Richtung des Lagerfeuers, was wir hier haben. Damit wir auch ein Licht jenseits dieser Tauchpassage haben und überhaupt irgendein Licht in der neuen Höhle. Wir wissen gar nicht, wie es da weitergeht, ob es da weitergeht. Und auch eine Quelle, um sich zu wärmen, weil das Wasser ist jetzt nicht warm wie Badewasser. Also mit anderen Worten, zuallererst müssen wir es schaffen, dort drüben auf der anderen Seite ein Feuer zu machen. Und dazu brauchen wir trockenes Brennholz und eine Möglichkeit, selbiges anzuzünden. Und das muss irgendwie tauchmäßig da durch. Aber wir haben kein Holz. Doch, wir haben doch den Balken dort. Da deutet auf diesen Balken. Den habt ihr doch bisher nur zur Hälfte maximal in Brennholz verwandelt. Ihr habt doch so einen 4 Meter langen Balken gefunden. Und habt den so in so Holzscheite so gehackt, gesägt, was auch immer. Noch und zweimal einen Meter habt ihr schon abgehackt. Das heißt, 2 Meter sind noch übrig. Genau. Also müsst ihr da nicht auch noch irgendwas liegen? Ich hatte das kurzfristig vergessen. Ja. Gut, wie kriegen wir das trocken rüber? Und erstmal müssen wir es hacken. Den Balken als Ganzes kriegen wir nicht rüber, der hat viel zu viel Auftrieb. Man müsste da nicht sowieso noch dann was mal liegen? Anfangen, Holz zu hacken. Ja, natürlich mag da noch was liegen, aber je mehr Holz wir haben, desto besser. Also, es geht ja auch aus. Gut, Nimru, möchtest du das besonders schnell machen oder einfach normal hacken, während die anderen weiter planen? Ganz normal. Ganz normal, dann brauchst du keine. Also, sie hat ein Beil dabei. Hm? Sie wird es schon mal benutzt haben, um Feuerholz zu machen. Deswegen, würde es einfach versuchen, kleiner zu kriegen als so ein ganzer Balken. Ja, du machst einfach normales Feuerholz daraus. Also das kriegt jeder hin. Wirst den Stamm halt einmal teilen, wirst dann das Holz spalten. Wie man das macht, das weißt du. Hättest du jetzt besonders schnell machen wollen, dann hätte ich die Probe würfeln lassen. Da du aber saßt, während die anderen noch weiter bratschlagen, hocke ich hier gemütlich Holz. Brauchst du da keine Proben machen. Das gelingt dir so. Euer Gespräch wird halt ab und an mal vom Klang Axt auf Holz unterbrochen, aber okay. Dartan führt weiter aus. Ich habe eine Idee. Wir könnten den Kessel von Retzan benutzen.
Wir müssten ihn leeren und umwenden. Also erstmal füllen mit Dingen, die trocken bleiben sollen. Dann die Öffnung verstopfen, zum Beispiel mit einer unserer Decken. Dann den ganzen Kessel umdrehen und dann schnell durch die Tauchpassage buxieren. Dann haben wir eine gute Chance, dass nur derjenige Inhalt des Kessels nass wird oder feucht, der der Öffnung nahe ist, und diejenigen Teile, die eher am Kesselboden sind, die müssten trocken bleiben, weil sich auch immer etwas Luft dazwischen befindet und die kann nicht weg, wenn wir den Kessel umdrehen, denn er ist ja luftdicht. Damit könnten wir ein bisschen Feuerholz rüber transportieren. Und auch das eine oder andere Kleidungsstück womöglich, das trocken bleiben soll. Denn wenn wir alle nasse Kleidung haben, Dartan guckt euch an. Also Nimbo ist weniger, weil die hackt ja, die hört ja wahrscheinlich nur zu und ist aber mit ihren Augen wahrscheinlich anders beschäftigt. Tok, genau. Dartan guckt Saladier an, was der von der Idee hält. Saladier denkt noch drüber nach, sieht auch sehr nachdenklich aus. Der Kessel ist nicht besonders groß. Was denkt ihr, was wir außer dem Holz damit transportieren sollten? Auch ein Teil unserer Ausrüstung sollte nicht nass werden, oder? Ich würde behaupten, jeder sollte mit so wenig Kleidung wie möglich den Tauchgang machen, außer vielleicht ich, weil meine Kleidung hier sowieso schon nass ist, und seine Kleidung trocken mit Hilfe des Kessels oder zumindest nicht ganz nass rüberbringen. Ja, da habt ihr recht. Und auch Dinge, die nicht nass werden dürfen, also die Laternen möglicherweise oder gut, die Zunderdosen dürften vielleicht sogar dicht genug sein. Andere Dinge, die wir in unserem Gepäck finden, die nicht nass werden dürfen. Unser restlicher Proviant womöglich, wenn wir welchen haben. Den habt ihr größtenteils alles verkocht. Hatten wir nicht in dem Rucksack von den anderen noch was gefunden an Essen? Ja. Da war doch da war Rucksack noch mit Essen dabei. So, ja, genau. Und so ein genau, aber euer Brot Proviant war ja leer, aber ja. Das, was ihr noch in dem anderen Rucksack gefunden habt. Genau. Das ist Brot ist halt doof. Das Obst können wir vermutlich einfach, dann ist es halt gewaschen. Genau, also ja, nur, also ja. Das heißt, wir müssen mehrfach mit dem Kessel hin und her gondeln. Und das wird kein Spaß werden, aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Wir können froh sein, dass wir den Kessel haben. Ja, das ist richtig. Und ihr wart der Einzige, der bis jetzt unten war. Das heißt, wir haben, wenn ihr keinen anderen Weg gefunden habt, nur diese Option. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Brunnen Dartan guckt nochmal irgendwie hinter sich, in da eine Schachtrinne hinunter, dass da unten kein Ausweg war und kein weiterer Ausweg war. Und wenn doch, dann viel tiefer. Ich schätze, das Wasser im Brunnen unten ist wahrscheinlich doppelt so tief, wie ich groß bin. Wenn, dann wäre viel tiefer etwas und ich habe dergleichen nichts gesehen. Nicht gesehen. Wir können froh sein, dass wir eine so relativ bequeme, so einen relativ bequemen Durchfluss da unten haben. Der hätte auch 2 Meter tiefer sein können und 5 Meter lang. Ja, da habt ihr recht, dann hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Dann wäre ich auch gar nicht durchgekommen. Dann wäre ich reingetaucht und wieder zurückgekommen, hätte euch gesagt, da ist vielleicht was, vielleicht auch nicht. Ja, zumal wir haben auch Menschen dabei, von denen ich nicht weiß, wie gut sie schwimmen können. Damit nickt er mal Richtung die Adligen, die da hinten irgendwo rumstehen. Dartan scheint das nichts auszumachen. Wie kriegen wir uns alle darüber? Haben wir dafür eine Idee? Und wissen wir, was auf der anderen Seite auf uns lauert? Ich schlage vor, dass zwei, also ich biete mich an, aber eine weitere Person sollte mich diesmal begleiten, unten erst einmal eine solche Fackel über der Tauchöffnung befestigen und die anzünden. Und dass ihr uns dann einen so präparierten Kessel mitgebt, also Feuerholz und Zunder und Feuerstein, also dass wir das Holz auch zu einem Lagerfeuer machen können. Und dann ein Seil auch, sodass wir die beiden, die das als nächstes nochmal angehen, sowohl ein Seil spannen können, als auch dann
den Kessel rüberbringen, um auf der anderen Seite erstmal eine Lichtquelle zu machen. Dann sehen wir etwas von der anderen Höhle und können entsprechend dann auch den anderen das Leuchtfeuer letztlich anzünden. Das ist leichter zu tauchen, wenn man ein bisschen Licht auf der anderen Seite des Durchgangs sieht. Bisher bin ich ja in völliger Finsternis, in fast völliger Finsternis da unten rumgetaucht. Ich glaube, das muss der erste Schritt sein. Und dann ist der Kessel wieder leer, da muss er zurück. Und hier wieder gefüllt werden mit den nächsten Ausrüstungsgegenständen, die trocken bleiben sollen. Und im Zweifelsfall, da dann gucken wir einmal so quer durch die Höhle, im Zweifelsfall muss sich hier jeder bis auf die Unterkleider ausziehen, wenn er die Kleider trocken drüben haben möchte. Anders geht's nicht. Ja, das scheint die beste Idee zu sein, die wir bisher haben. Ja, wohl an denn. Wer soll denn Dathan die erste Runde machen? Also Dathan würde jetzt mit Retzan klären, dass er da den Kessel für diesen Zweck benutzen darf. Ja, er erzählt auch nochmal, dass er noch Kerzenwachs hat. Das heißt, man könnte ja eine Decke damit, also das Kerzenwachs halt schmelzen, die Decke damit bestreichen und als letztes unten an diesen Kessel machen. Das würde nochmal mehr Wasser abhalten. Das ist eine gute Idee, dann sollte er das doch jetzt direkt machen. Ja, bevor wir uns hier noch sortieren gerne. Und noch weiter planen, weil das dauert ja auch eine Weile, bis das geschmolzen und in die Decke eingezogen ist. Und er hat auch gesagt, dass er herausgefunden hat, zumindest zum Teil herausgefunden hat, wofür die Tränke sind. Aha, da ist Dathan besonders interessiert dran. Er sagt, also zeigt er den bernsteinfarbenen, rot-bernsteinfarbenen Trank und sagt, das ist definitiv ein Heiltrank. Er kann nur nicht sagen, wie gut er ist. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Besser als alles, was er bis jetzt so gesehen hat in seinem Leben. Und da er Alchemist ist, hat er schon eine ganze Menge Heiltränke gesehen. Also, ja. Und der andere, der Lilane, ist ihm so noch nicht untergekommen. Er weiß, dass er irgendetwas mit dem Geist macht, etwas Positives mit dem Geist, aber er kann leider nicht genau sagen, was. Ja, vielen Dank. Dathan streckt die Hände aus, will die Tränke zurück. Ja, er zögert etwas, aber gibt sie dir dann. Okay, Dathan zögert auch etwas und nimmt sie dann aber. Also er zögert nur, weil Retzan zögert. Ja, also er zögert, sagt Retzan auch nochmal, ich habe halt hier meinen Alchemistenkoffer, da könnte ich sie sicher drinnen verstauen. Ich habe meine Gürteltasche, das passt schon. Gut. Dathan verstaut die Dinger auch in seiner Gürteltasche, die er jetzt beim Tauchgang nicht unten hatte, die ist also auch trocken. Und verstaut das da drin und die liegt halt bei seinem Gepäck im Moment. Ja. Er trägt sie im Moment nicht. Okay, ja, Nimro hackt währenddessen Holz und Retzan fängt jetzt an, da die Kerzen zu schmelzen, das also ihr werdet gleich den ersten Kessel fertig machen können. In der Zwischenzeit täte Dathan versuchen, also geht an sein Gepäck und sucht sich irgendwo ein bisschen eine Ecke, wo er ein bisschen Platz hat, in der Nähe des Feuers, wo er auch am besten was sehen kann. Dathan hat eine Lederschürze dabei, die ja schon so auch ein bisschen groß ist. Und er versucht, was zu basteln. Also versucht jetzt zum Beispiel seine Gürteltasche da reinzuwickeln und die Lederschürze dann halt mit ein bisschen Schnur links und rechts, vielleicht so ähnlich wie ein Bonbon möglicherweise oder vielleicht, keine Ahnung, gibt es auch eine bessere Variante, je nachdem wie steif das Leder ist und wie groß das alles dann ist, wenn es eingewickelt ist, irgendwie so zuzuschnüren, dass das auch den Weg durchs Wasser Dathans Meinung nach bestenfalls feucht, wenn ich gar ganz trocken überstehen dürfte. Also so was fest in Leder einwickeln und dann zuschnüren. Das ist so die Idee. Ich habe leider keine Ahnung, wie gut das funktioniert und wenn ja, wie viel Platz ich quasi in diesem Bonbon drin hätte, um da jetzt was zu transportieren. Ob das jetzt nur die Gürteltasche jetzt wäre oder ob ich noch was anderes dazu packen könnte, das überlasse ich dir oder wir müssen es erwürfeln. Also dein Rucksack wäre zum Beispiel zu groß, aber deine Gürteltasche mit noch irgendeinem Gegenstand, der jetzt nicht zu groß ist, der würde reinpassen. Die Sachen würden, du schätzt mal, schon feucht werden. Nicht nass, aber feucht, weil das Leder hält halt nicht lange das Wasser ab. Ne? Ja. Aber es ist ja nicht schlimm, die Gürteltasche ist ja selber auch nochmal ein Schutz vor dem, was da drinnen ist. Wenn die Gürteltasche ein bisschen feucht wird, ist ja kein Thema. Nimru würde beim Hacken, wenn sie sieht, dass du da versuchst, irgendwas zusammenzuschnüren, einmal rüberrufen, Dathan, meine Zeltplane. Mein Zelt ist dicht gewebt.
Da kann man was einwickeln. Wird nass, aber vielleicht nicht ganz nass. Habt ihr das gehört, Saladier? Ja, das klingt gut. Mhm. In eine Zeltpfanne lässt sich doch einiges einwickeln. Mhm. Also Retzan sagt auch nochmal, dass er auch nochmal eine Lederschürze hat. Okay. Also, ja, damit hättet ihr zwei Lederschürzen. Das Zelt würde halt komplett nass werden, aber das, was in dem Zelt ist, das würde es feucht überleben, ja. Also ich würde meinen Proviant und meine Gürteltasche da reintun in diese Schürze. Ja, das kriegst du ohne Probleme hin. Das war gut. Genau, was wollt ihr denn die andere Lederschürze machen? Also die Schürzen kann man ja auch mehrfach benutzen. Die Frage ist, bei dem Verschnüren, brauchen wir da Schnur oder geht das auch irgendwie so? Das ist eine Frage, die es muss. Da bräuchte ihr schon die Schnur. Genau, weil ich hab ja auch nicht unbegrenzt Schnur, um da wirklich was festzuzurren. Also ich habe einmal ein 1,5 Meter Stück und das ist das, was Nimru mit oben hatte im Schacht. Und dann habe ich nochmal ein 7 Meter Stück. Also ich würde erstmal die 1,5 Meter, ich glaube, die reichen erstmal, um ein Bündel zu schnüren. Ja, das kannst du in der Mitte teilen, kannst du beide Bündel mit schnüren. Okay, gut, dann haben wir, also kann ich ein bisschen Schnur an Retzern oder an Saladier, wenn auch immer, abgeben. Mhm. Oder ich kann, nachdem ich eine gute Technik rausgefunden habe, wie man das schnürt, natürlich auch Retzans Schürze entsprechend, ja. Nimru würde das Holzhacken kurz unterbrechen. Ja. Um nochmal anzumerken, ich habe Schlafsack. Was, wenn wir Sachen da reinstopfen? Umhang drumrum? Ich würde die Decke drumrum und das im Zelt. Dann wird das im Schlafsack, nicht das. Ich wollte gerade sagen, wir sollten das Zelt womöglich dafür benutzen, die Schlafsäcke irgendwie maximal feucht drüber zu bringen. Hm? Denn so ein Schlafsack, der hat ja auch Volumen. Wenn man den in den Kessel stopft, dann ist der Kessel komplett voll, glaube ich. Ja. Da kannst du nur einen Schlafsack rüber transportieren. Wir haben irgendwie 5 oder so. Was, wenn ein Schlafsack nehmen und alle anderen reinstopfen als Schutz? Dann ist einer feucht. Ja, aber den würde ich dann trotzdem auch nochmal die Zeltplane wickeln. Weil ein feuchter Schlafsack ist... meiner Erfahrung nach ist ein Schlafsack nur zu benutzen, wenn er wirklich trocken ist. Selbst ein Klammer-Schlafsack ist schon doof. Und damit gucke ich zu Saladier, der vielleicht die Erfahrung auch gemacht hat. Auf seine Reise. Ja, trocken ist wichtiger für mich. Ja, aber Kleidung können wir ja. Die Kleidung ist können wir ja gut packen und rollen und mit dem Kessel hin und her. Was Retzan noch anmerkt, ist, ob es sinnig ist, jetzt schon zu planen, was alles rüber ist, ob man sich nicht erstmal die Höhle drüben angucken sollte, bevor man jetzt plant, was man alles rüberbringt. Das ist richtig. Trotzdem kann man ja schon mal ein Bündel schnüren, weil dann schnüre ich es halt wieder auf, wenn ich der Meinung bin, es geht ja nicht weiter. Okay, gut, also gut, dann habt ihr jetzt in die Zeltplane, packt ihr halt eure Schlafsäcke rein, mehrere Felle rein, wickelt die alle schön rum. Kann ich da auch meine schwere Kleidung noch reinwickeln? Ja, kriegst du auch noch hin. Ja, ich würde fast sagen, also sofern das nicht das Volumen des Zeltes sprengt, was an Decken, Kleidung, also an Ersatzkleidung oder so da ist, die Decken, die Schlafsäcke, also das Stoffzeug. Mhm. Ja, aber denk dran, wenn das jetzt so ein Riesenballon dann wird, dann kriegst du das auch nicht unter Wasser gezerrt. Ja, also es muss irgendwie auch dann ja händelbar sein für diejenigen, die dann unten dann per Kraftakt oder wie auch immer das unter Wasser drücken müssen und dann rüber. Und wenn die das ewig brauchen, muss runterzudrücken, dann wird es ja auch nass, weil dann hat ja das Wasser Zeit da rein zu sickern. Also lieber mittelmäßige Füllung und dann mehrfach rüber als einmal und dann geht es wirklich unter und dann ist alles klitschenass. Ja, also genau, je voller das Ding natürlich ist, desto schwieriger wird es runterzudrücken. Und allzu oft könnt ihr die Planen nicht benutzen, weil... Die ist halt bei der ersten Berührung, saugt die sich halt mit Wasser voll. Und beim ersten Mal kommen die Sachen drüben klamm an. Wenn ihr die das dann wieder benutzt, dann werden die Sachen schon, ja, die äußerste innere Schicht schon nass sein. Und dann, das würde sich halt immer weiter reinfressen, immer mehr. Mhm. Also je öfter ihr das benutzt, desto nasser werden die Sachen. Ja, nee, ich würde das wirklich für unsere Kleidung benutzen. Mhm. Und oder für Dinge, die halt so groß sind, dass sie da nicht in den Kessel passen. Aber da... Ja, also eure Schlafsäcke, Fälle, manche von euch haben ja Fälle dabei. Das Hundefutter? Das Hundefutter kann aber theoretisch mit den Kessel. Okay. Ich wollte es nochmal betonen, dass wir Hundefutter haben. Also, ja, natürlich, wir haben einen Hund. Ja, du könntest das Hundefutter auch da noch mit reinschmeißen. Es wird dann halt ein bisschen pappig werden. Ich glaube, das stört Rufus nicht. Gut. Okay, gut. Aber was macht denn die zweite Lederschürze? Das ist noch nicht geklärt. So.
In die zweite Lederschürze würde ich... Ich hatte gerade überlegt, was ist denn mit unseren so Taschen, Tagebücher, Bücher und ähnliches? Oder wie nass wird das in der Schürze, das, was wir haben? Ansonsten Verbände und ähnliches, was ja auch Verbände hab idealerweise ich auch gesehen, trocken ist. Also eure Bücher, Papier und so weiter, das müsst ihr alles in einen Kessel schmeißen und dann mit der Decke, und das müsstet ihr auch mit als erstes dann rüberbringen, damit, weil Papier, wenn das nass wird, kannst du es wegschmeißen. Ja. Das wird sonst mistig. Also Verbände hätte ich jetzt auch gesagt. Da Nimru noch sehr beschäftigt mit Holzhacken ist, ruft sie einfach Saladir oder Datan, wer gerade näher dran ist, zu, dass die beiden gerne in ihren Rucksack schauen können, ob da irgendwas Wichtiges bei ist. Oder da halt auch packen dürfen. Also ja. Vertraut euch beiden wohl ihre Sachen an. Ja. Ich guck mal kurz, ob du was hast. Gut, die Fackeln vielleicht. Fackeln, richtig. Wir haben ja noch ein paar Fackeln. Die würde ich da einwickeln und ein paar Verbände noch. Das ist dann die Schürze wahrscheinlich also, auch relativ voll. Also Nimru hat noch so 10 Verbände im Rucksack liegen. Ja. Zunder hat sie in der Zunderdose und ansonsten Dose ist wasserdicht. Findet ihr da nicht wirklich sinnvolle Sachen, außer vielleicht so Sachen wie ein Halstuch, eine Bundhaube, mit denen man Sachen nochmal zuschnüren könnte. Fackeln, also ich habe eine... Ah, sie hat noch so einen Soldatenhelm darum liegen bei ihrem Kram. Den könnte man als Kesselersatz zur Not nehmen. Der ist zu klein, da passt nichts rein in den Helm. Das ist... Kannst vielleicht die Zunderdosen reinschmeißen, aber mehr auch nicht groß. Wie wasserfest sind die Laternen? Naja, sie werden mit Öl gefüllt und Wasser und Öl stößt sie zwar gegenseitig ab, aber ob du sie dann wieder ankriegst, ist auch schwierig. Also wäre auch gut, wenn ihr alle eure Fackeln und Lampen zum Beispiel, ist eine Portion, sag ich mal, für den Kessel. Eure Bücher und Schriftzeug ist eine Portion für den Kessel. Ich empfehle erstmal nur die Fackeln rüberzuholen, weil die sind unempfindlich gegen Stöße und dergleichen mehr. Wir müssen erstmal Erfahrung damit sammeln und ein Seil spannen. Wenn wir da irgendwo dagegen dotzen und dann irgendwie selbst eine eingewickelte Laterne kaputt machen, dann haben wir auch nichts gekonnt. Wenn wir mit Fackeln dagegen dotzen, dann passiert erstmal nichts, solange die irgendwie trocken bleiben in ihrem Behältnis. Okay, gut, aber du wolltest ja mit jemand anderem noch rüberklettern. Wer? Also Frage, finde ich noch irgendwo in euren Gepäcken Fackeln? Also ich habe eine halb angebrannte, die würde ich, oder dreiviertel weggebrannte, die würde ich unten postieren wollen. Also die geht nicht damit rein, die lege ich aber bereit. Also ein paar Fackeln hatte ich auch noch. Nimrus ist auch schon angebrannt. Es ist egal, alles was wir noch benutzen können, das würde ich da rein tun. Also meine Laterne und ein paar Fackeln hatte ich noch. Ein paar numerisch. Okay. Ich glaube 2 oder 3. Ich schau mal schnell bei dir rein. Fackeln. Eine. Eine, okay. Ja, die ist auch noch komplett unangebrannt. Also, Tajit hat noch eine komplett unbenutzte Fackel, genau. Ich habe auch noch eine komplett unbenutzte Fackel. Ich habe keine Fackeln. Bin darauf ausgerichtet gewesen, Fackeln notfalls zu basteln. Nimru hat auch keiner. Nimru hat nur eine gehabt und die ist gestern angemacht worden, als wir dann da quasi am Leichenflattern waren. Aber die ist ja dann noch halb gut. Die brennt ja. Die ist noch halb gut. Ja, die würde ich ja auch nehmen. Und liegt und irgendwo in der Nähe von ihrem Zelt. Und Retzan? Retzan, muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, der hat nur die Laterne. Ich schaue kurz nach. Also im Moment habe ich eine angefangene Laterne, eine angefangene Fackel, die würde ich unten hinstecken wollen. Dann eine angefangene von Nimru und eine ganze von Namen. Kajit und eine ganze von mir. Also 2,5 Fackeln würde ich zu den Verbänden noch dazu schnüren in die zweite Lederschütze. Retzan hat leider keine Fackel, der hat nur seine Lampe. Okay, gut. Ja. Dann mache ich da so ein Fackelbündel und das würde ich auch zuerst mit drüber nehmen, damit wir, wenn wir drüben sind, dann auch erstmal das kann man sich ja, diese Schürze mit den paar Fackeln das ist ja alles nicht schwer. Die Fackel solltest du eher in den Kessel schmeißen, weil in den
Schürzen, wenn die nass werden, werden die schwer. Also man kann sie anmachen, aber es wird schwierig. Also ja, das ist ja die Frage, ob das in den Kessel auch noch passt. Wir können es gerne in den Kessel tun, dann ist kein Problem. Da wirklich im Zweifelsfall also, eine feuchte Fackel kriegst du nur an, wenn du schon ein brennendes Feuer hast. Mit Feuerstein kriegst du eine feuchte Fackel nicht an. Dann wickel ich meinen Umhang oder was weiß ich. Ich hab noch ein paar Ersatzstiefel, sehe ich gerade, ob man die nach irgendwie da in diese Schürze reingewickelt kriegt. Deine Stiefel passen damit rein, okay. Ich meine, ich kann ja die Wundverbände in die Stiefel tun, also das ist ja irgendwie alles ineinander verschachtelbar. Dann packe ich halt da von mir aus noch was rein und dann bin ich fast alles, habe ich fast alles untergebracht, was ich brauche, was unbedingt nicht nass werden sollte. Meine Güte, ich sollte aufhören zu reden. Ja. Ja, gut. Danke, dass du es sagst. Also, der Kessel ist soweit vorbereitet. Retzan hat, wie gesagt, da seine Decke mit Kerzenwachs halt vollgemacht, dass das Wasser abweisend ist. Und die kann man ganz zum Schluss über einstopfen, genau. Oder einstopfen, genau. Gut, also in den Essenkessel habt ihr jetzt eure Bücher und Schreibkram alles reingepackt. Ja, erstmal das Feuerholz. Je mehr Feuerholz, desto besser. Okay, also wollt ihr erstmal, gut. Also, ja, Nimrod in der Zeit Feuerholz gemacht. Ja. Ja, passt auch ohne Probleme rein. Was habt ihr noch drin? Das Feuerholz ist drin. Klar, die Anzündsachen. Eine Zünderdose und Feuerstahl und so weiter, dass man das auch anzünden kann, das Holz, klar. Ja, dann ist die Frage, wie viel Platz da noch ist. Also jemand, der mit mir rübertaucht, zum Beispiel Nimro möglicherweise, könnte jetzt auf die Idee kommen, Kleidung, die sie trocken haben möchte, dort irgendwie auch mit reinzustopfen. Also halb voll ist das Ding jetzt ungefähr mit dem ganzen Holz und alles. Also wenn du Nimru ansprichst, ob sie mitkommen will, würde sie sagen, kann ich machen. Ja, ich spreche Nimru an. Okay, dann... Ja, Kleidung rein, ja? Ja, wenn sie... Also wenn du da drüben trocken bleiben willst. Also Nimru überlegt kurz und nimmt dann tatsächlich außer... So Hemd und eine etwas längeren Unterhose, so eine Art Bruche, die sie anhat. Alles andere ab und stopft es in den Kessel. Okay. Du siehst, selbst im Vergleich zu diesem schmuddelig weißen Hemd, leicht beigen, naturfarbenen Hemd halt, die Haut ist ziemlich grau. Das ist sie nicht nur im Gesicht. Sie nimmt aber irgendwie das Tuch nicht ab. Alles andere schon, nur das Tuch nicht. Das trägt sie weiterhin über die Nase und den Mund gezogen. Da ich Neugier habe, würde ich mir Nimro mal angucken, weil daran hat Nimro noch nie als etwas anderes als irgendeine Menschenfrau einklassifiziert, sagen wir mal so. Und jetzt würde er, ob dieser Eindrücke vielleicht dann doch mal näher hingucken. Dann machen wir bitte einen Wurf auf Götter und Kulte. Du wirst genau, wie das ausgeht. Währenddessen steht Retzan davor, dass er eine Fackel auch noch mit in den Kessel reinschmeißt. Das geht natürlich richtig gut aus. um drüben mit umlaufen zu können, um halt einfach sich die Sachen angucken zu können. Also eine Fackel schmeißt er da auch noch mit rein. Ja, das wäre eine gute Schwimmprobe gewesen. Ja, es wäre eine gute Schwimmprobe gewesen. Was dir klar ist, sie ist definitiv kein Mensch. Sie hat kurze Ohren, also passt nicht. Halbelf könnte sein. Elfen haben ja nicht so eine Hautfarbe. Aber ein Halbelf mit so blasser, grünlicher Haut hast du auch noch nie gesehen. Das ist einfach nicht so. Schon eher so eine Art muskulöser Elf. Also die Körperform erinnert dich daran, aber dafür ist es eigentlich zu stattlich. Elfen sind in der Regel schlanker und. Sie ist halt nicht wirklich dick. Aber du siehst, boah, da hängt aber sehr viel Muskel dran und die Schulter sind ein bisschen breiter. Das ist seltsam. Ja, gut, aber daran ist auch kein Völkerkundler. Insofern würde sich da irgendwie als Mischling einklassifizieren wahrscheinlich jetzt. Also so eine wie sie hast du noch nirgendwo gesehen. Das ist dir klar. Aber mir ist klar, sie ist wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus Mensch und noch irgendwas anderem. Eine Mischung aus Elf. Oder aus Elf und irgendwas anderem. Irgendwas anderem. Okay, gut. Das... Ob das Mensch ist, da bist du dir nicht sicher. Okay, gut. Ja, das stört Dartan an der Situation aber nicht weiter. Es war nur die Neugier von wegen, wie siehst denn du aus? Genau. Okay, gut. Das heißt, ihr zwei werdet tauchen. Jetzt müsst ihr euch noch einigen, wer von euch den Kessel von unten dann ein bisschen gegendrückt, weil deren Schwimmprobe ist um eins erschwert. Also, was du halt auch feststellst, ist, ich finde, Frau ist sie ganz schön haarig.
Also so dunkle Haare hat sie überall, obwohl die Haut so grau ist. Wie auf dem Kopf hat sie überall so ein bisschen dunkle Haare, aber halt... Die Armbehaarung, Beinbehaarung und so weiter ist... Bisschen stärker, als du es bei Frauen mögen würdest. Das weißt du wohl. Da steht auf Zwerge. Oh, auf Zwerginnen, ja genau. Weiß nicht, ob wir das jetzt ausdiskutieren wollen. Nein, das möchten wir nicht ausdiskutieren. Wobei, ich glaube, das würde die Zuschauer mehr interessieren als unsere Höhlentauchaktion, wo es um Leben und Tod geht. Das wird dann ausgeholt, also, ganz klassisch. Also, folgendes. Ich habe mir das so vorgestellt, da dann erzählt es nochmal an Mimiru. Zuallererst brauchen wir ein Seil. Sicherheitshalber sollten wir vielleicht zwei Seile zusammenknoten, weil ich nicht weiß, wo wir das auf der anderen Seite festmachen können. Vielleicht brauchen wir mehr als 10 Schritt. Dieses Seil sollten wir, wir haben teilweise mal hier oben irgendwo in der Nähe des Schachteingangs. Wobei es geht, wie tief ging es runter? Mosch, das musst du mir helfen. Ungefähr, also ein 10 Meter Seil reicht von oben nach unten. Ja. Und du könntest unten an diesem Vorsprung, von dem du den anderen erzählt hast, da könnte man gut das andere Seil drumbinden, einmal dann unten durchführen und dann auf der anderen Seite irgendwo festmachen. Also ihr bräuchtet ein 10 Meter Seil, um runterzukommen und dann, so wie du es vorschlägst, ein 20 Meter Seil für den Durchgang. Haben wir so viel Restseil? Ach ja, wir haben ja spätestens ein neues gefunden. Wir haben ja welche gefunden, ja. Richtig, wir haben welche gefunden. Also ein Seil sollten wir auf jeden Fall, ich glaube, das ist ja auch schon so, weil Data ist ja hoch und runter, das ist im Schacht hängt. So, das lassen wir da hängen, weil das ist ja offenbar gut dafür. Das war ja das mit dem Tritt. Das war das mit dem Tritt, das kann sein, ja. Dann würden wir dann ein 20 Meter Seil knoten, wenn wir nicht schon das von Nimru da irgendwie noch verknotet, das hatten, keine Ahnung, weiß nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall brauchen wir zwei 10 Meter. Beim Ausziehen hat sie übrigens das Seil, was noch an ihr dran war, so nah wie möglich am Knoten durchgeschnitten. Ja, das war dieses 7 Meter oder 3 Meter Ding da. Aber wir haben ja frische Seile, irgendwer muss da raus ein 20 Meter Seil knoten. Ich bin der Meinung, wir müssten noch eins haben von der ersten Kletteraktion, wo wir ja Seile zusammengeknotet haben, müsste noch was übrig sein, weil die haben wir ja nicht aufgebraucht, die sind ja wiederverwendbar. Das meine ich. Also irgendjemand, der nicht Datan ist, weil der hat anderes zu tun, kann sich um so ein 20 Meter Seil mal kümmern. Ja, entweder das ist kein Problem, eins knüpfen oder irgendwo recyceln. Also das nehmen wir mit. Datan erzählt, wir nehmen dieses 20 Meter Seil mit. Wir nehmen die Fackel, er hat ja eine halb angebrannte Fackel oder halb abgebrannte Fackel hat er ja zur Seite gelegt. Die nehmen wir mit. Die zünden wir auch vorher am Lagerfeuer an. Muss man halt irgendwie gucken, dass wir die klettermäßig darunter bringen und irgendwie über die Wasseroberfläche halten, paddelnderweise. Du könntest dir auch Feuerstahl und Zunder in die Taschen stecken und unten sie anmachen. Das wäre einfacher, weil das Klettern ist schwieriger, wenn du nur eine Hand hast. Ja, dann mache ich das so. Je nachdem, was ich für sinnvoll halte. Ich will halt auf diesem Absatz da so eine Fackel irgendwo in den Felsen klemmen und dass wir da ein bisschen Licht haben. Die brennt dann zwar nur noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, aber das ist ja erstmal besser als nichts. So, das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist es dann, wenn das getan ist, der Kessel ist immer noch oben, dann mit das 20 Meter Seil da unten dann irgendwo festzubinden an einer Stelle, die uns sinnvoll erscheint. So dass man das Seil sieht und auch irgendwie greifen kann. Und dann mitzunehmen, mit und durchzutauchen auf die andere Seite. Und bei diesem Durchtauchmanöver mit Seil würde Datan schon die Lederschürze mitnehmen, wo die trockenen Fackeln drin sind. Okay, du willst also nochmal, also über den Kessel unten die Lederschürze mitnehmen. Nee, der Kessel ist noch oben. Wir nehmen nur mit. Ich dachte, ihr wolltet drüben Feuer machen, deswegen habt ihr das alles in den Kessel gemacht. Lass mich da erstmal ausreden. Okay. Lass mich da erstmal ausreden. Also, das ist Datans Plan. Ihr dürft gerne jetzt auch dann dagegen argumentieren. Datans Plan wäre, wir nehmen mit nach unten, also ich gehe auf eine Insel und ich packe eine Nimru, dann 20 Meter Seil, die halb angebrannte Fackel, so eine Zunderdose mit Zeug, dass man was anzünden kann und diese verschnürten Fackeln. Ziel ist es, unten erstmal die halb angebrannte Fackel an den Sims zu stecken, damit man da ein bisschen Licht hat, dann das Seil dort festzuknüpfen und dann mit dem losen Seilende und dem Bündel Fackeln in der Schürze rüber zu tauchen und dort als allererstes dort mal dann, wenn man drüben ist, meine Fackel wieder anzuzünden aus dem Bündel und die dort irgendwo zu befestigen und das Seil irgendwo festzuknoten, dass man das Seil auch wirklich als Führungsseil benutzen kann. Dann zurücktauchen und dann den Kessel holen. Das wäre Datans Vorschlag. Und dann, wenn da keiner Kessel drüben ist, dann Feuer aufschichten, die Fackel brennt ja noch, Feuer anzünden und die Fackel dann wieder ausmachen. Das wäre Datans Vorschlag. Ihr dürft gerne verbessern.
Ja, ich habe jetzt eine Verbesserung, und zwar, dass die Fackeln, die in dem Bündel sind, die werden klamm. Und die kriegst du mit dem Feuerstein da nicht an. Ihr müsst zuerst das Feuer drüben anmachen. Also müssen wir dann, gut, dann müssen wir halt, dann lassen wir die Fackeln hier oben und müssen dann halt zuerst den Kessel durchwuchten. Aber dann schlägt Dartan vor, dass einer, also er schlägt vor, dann würde ich mit dem losen Ende des Führungsseils durchtauchen und das Seil drüben entweder irgendwo befestigen oder festhalten. Und dann könnt ihr mit dem Kessel dann an dem Seil entlang durchtauchen, weil ihr seid die Kräftigere. Mhm. Das wäre Dartans Plan. Mhm. Retzan wirft noch ein, ob ihr Kletterhaken und Hammer mitnehmen wollt, um den Abstieg zu erleichtern. Das würde halt den Abstieg verlängern, aber ihr könntet halt dann da das Seil vernünftig festmachen und drüben auf der anderen Seite vielleicht irgendwo auch in die Wand treiben, um es doch sicherer und fester zu machen. Auch eine gute Idee. Dann täte sich Dartan seine Umhängetasche noch wieder umschlingen und dann nur, ich glaube, da ist eh noch die Hammer und Kletterhaken sind eh noch von der Aktion von Nimrud damit drin. Genau. Würde man da, also die, sonst ist da nichts drin, die auch noch mit drüber nehmen und hätte dann die Möglichkeit, das Seil irgendwo fest zu tackern. Mhm. Okay, gut. Saladin hat auch noch eine Anmerkung dazu, nämlich ein Dolch oder irgendeine Bewaffnung, weil wir nicht wissen, ob drüben halt doch noch irgendwo, also da geht es ja hoffentlich weiter und wir wissen nicht, was da auf uns lauert und wenn da irgendwas rauskraucht, das da vielleicht wohnt, wenn man nicht mit bloßem Faustkampf dagegen antreten möchte, wäre vielleicht ein Dolch oder irgendwas gut. Ja, dann... Nimrud nimmt nicht Zahnstocher. Aber Dartan nimmt Zahnstocher und schnallt sich seine beiden Dolche. Das ist ja der eine von Nimrud an. Also Nimrud hat ihre Axt mit rüber dann, oder? Die Hellebarde. die Axt wäre ihre Lieblingswaffe, nur sie weiß halt gerade nicht, wie sie dir... Also würde sie es hinkriegen, ihre Axt mitzunehmen, wenn sie keinen Gürtel trägt? Erschwernis um eins beim Schwimmen. Dann ja. Kann ja, die nicht auch mit in Dartans Tasche? Passt die Axt in meine Umhängetasche? Nein. Na eben. Es ist eine Zweihand-Axt. Oh. Nein, das ist eine Einhand-Axt. Nein, es war auch die ist zu groß. Aber es war halt einfach irgendeine Waffe. Also ob Nimrud jetzt einen Dolch nimmt oder ob die Ersatzwaffen irgendwas hat, aber die es wäre halt sinnvoll, eine Bewaffnung mitzunehmen. Axt. Also wenn, dann nimmt sie ihre Axt mit. Also wie gesagt, wenn ihr denn deine Axt mitnehmen möchtest, ist deine Schwimmprobe um 1 erschwert. Derjenige von euch, der den Kessel von unten zudrückt, hat auch eine Erschwernis von 1 beim Schwimmen. Wer das macht, ist... könnt ihr euch überlegen. Also die Axt nimmt sie auf jeden Fall mit. Okay. Soweit ich weiß, werden die Proben auf Schwimmen auf Konstitution, Geschicklichkeit und Körperkraft gewürfelt, richtig? Lass mich schnell nachgucken, dann sag ich's dir. Schwimmen, genau. Geschick, Konsti, Körperkraft. Ja, dann nimmt Nimrud ihre Axt auf jeden Fall mit. Okay. Gut. Dann habt ihr soweit alles vorbereitet. Ihr nehmt den Kessel und ja, klettert. Also den Kessel, den können sie uns ja runterlassen. Also hier Saladin, genau. Und Co., dass wir den jetzt nicht mit runternehmen, das wäre ja irgendwie halsbrecherisch. Mhm. Dann wird man unten erstmal, wenn wir unten sind, dann halt diese Fackel anbringen. Und dort. Ja. Wollt ihr auf dem Weg runter, also ihr lasst den Kessel zuerst runter, und wollt ihr auf dem Weg, wenn ihr runterklettert, mit Kletterhaken schon das Seil befestigen oder wollt ihr das nur für das Seil benutzen, was ihr zum Rübertauchen nehmt? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das Seil, was da runterhängt, zu befestigen, weil das ist ja oben fest im Schachteingang. Und also ich weiß nicht, also Dartan findet es jetzt, würde die Kletterhaken erstmal aufsparen wollen für schlechte Zeiten, weil das ist ja an so einem Seil. Wenn du hast die Sachen bei dir, wenn du das entscheidest, dann ist das so. Okay. Also Nimrud legt eh keinen Wert auf Kletterhaken. Also ich täte das nicht, wenn es mir nicht jemand direkt sagt, ein verdammt gutes Argument hat, würde das Dartan nicht machen. Du kletterst mit Nimrud gerade alleine und Nimrud ist eher still. Also nein, keiner sagt dir was. Ja, dann mache ich das nicht. Gut, dann kommt ihr unten auf diesem kleinen Vorsprung an. Ich werde jetzt nicht die Karte wechseln, weil ne, das mache ich dann, wenn ihr alle unten seid. Mhm. Ja, du zündest deine halb angebrannte Fackel da unten an, dass ihr da unten ein bisschen Licht habt. Und ja, wie du schon beschrieben hast, Nimrud, du siehst das jetzt auch, ihr seid da auf so einem kleinen Vorsprung, der kriegt euch beide so von der Länge her. Also da würden nicht sonderlich viele Leute raufpassen. Und ja, ihr findet hier eine schöne Stelle, wo ihr das Seil festmachen könnt. Gefahr ist halt, dass es sich löst. Da ihr aber daran gedacht habt, Kletterhaken mitzunehmen und einen Hammer, könnt ihr ohne große Probleme mit zwei Kletterhaken das Seil da bombenfest reinhämmern. Das täte ich auch tun, weil dieses Seil muss mehrfach gezogen und gedrückt werden, genau. Und das dauert eine Weile, dass das soll halten. Dann bitte ziehe dir zwei Kletterhaken ab. Mhm. Ja, und jetzt geht's ans Schwimmen. Wer von euch nimmt den Kessel? Ja, Moment.
Jetzt haben wir ja die Fackel, die ist dort irgendwo festgeklemmt. Die müssen wir uns, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Nein. Dann hat Dartan ja jetzt nur noch das lose Ende des 20-Meter-Seils. Ne? Mhm. Der Kessel ist erstmal auch irgendwo auf diesem Sims da gewuchtet, erstmal, steht erstmal sicher. Genau. Und Nimro planscht wahrscheinlich auch irgendwo da im Wasser oder sitzt da. Nee, ihr steht gerade noch da. Also okay, ihr passt gerade so da drauf. Gut, diesen Ding. Also dann wäre es der Plan, dass Dartan jetzt mit dem lose Ende vom Seil da wieder durchtaucht. Mhm. Und hat seine Tasche dabei, darin die Haken und den Hammer. Er hat auch seine beiden Dolche am Gürtel. Er hat ja einen Gürtel, der ist halt nass und die beiden Dolche, die sind halt auch nass. Und sein Plan wäre es jetzt im Zweifelsfall erstmal drüben auf der anderen Seite erstmal festen Halt zu kriegen, also wieder im Wasser stehen zu können, dass das Wasser so niedrig ist. Entweder kann er dann im Dunkeln irgendwas sehen, wo das Seil drum schlingen kann, aber er rechnet nicht damit, dass er das schafft, weil es zu dunkel drüben ist. Das heißt, sein Plan wäre es, im Zweifelsfall das Seil erstmal straff zu halten, sodass Nimro es mit ein bisschen Halt von ihm da durchaus als Führungsseil benutzen kann. Und wenn Nimro dann drüben ist, dann macht man Feuer an, dann kann man gucken, wie man das Seil ordentlich befestigt mit Haken oder vielleicht reicht ja auch irgendwie eine Schlaufe oder was weiß ich. Das wäre Dartans Plan. Das heißt, er würde zuerst tauchen und dann das Seil halten auf der anderen Seite. Gut. Dann bitte von dir eine ganz normale Schwimmenprobe. Da ist dann das Tauchen und so weiter alles mit inbegriffen. Das ist aber... Und Nimro würde halt, weil so viel schon an Dartan rumbaumelt, Nimro muss gleich hier Rettungsschwimmer machen. Den Kessel mitnehmen. Nee, aber er wollte erstmal alleine rüber. Schwein gehabt. So. Oh, gelingt dir sehr gut sogar. Ja, du springst ins Wasser, es ist arschkalt. Ja, ich kenne das ja schon. Also richtig. Du tauchst einen Meter runter, einen Meter rüber, einen Meter wieder hoch. Ja. Und paddelst langsam ans andere Ufer. Du siehst, es sind noch ungefähr 3-4 Meter, schätzt du, bis du stehen kannst. Und ja, du merkst auch, dass es ja so wie so eine Schräge ist, die nach oben hin wegführt. Also ja, je weiter du läufst, desto... In dem Moment, wo ich wirklich, wo ich stabil stehen kann, würde ich das Seil so ein bisschen auch um meinen Körper führen, wie so der Letzte beim Tauziehen hinten irgendwie so, und mich dann ein bisschen so reinlehnen, dass das Seil straff ist und vielleicht mal so kurz irgendwie so einmal dran rucken, dass das Nimro auf der anderen Seite sieht, okay, das ist das Signal dafür, das hat man dann ausgemacht, dass das Seil jetzt Dartans Meinung nach straff ist. Okay, dann Nimro, du kannst ins Wasser steigen und mit dem Kessel, hast du die Erschwernis von 1, kannst du jetzt auch versuchen, darüber zu schwimmen, zu tauchen und anderen zu kommen. Die hat auch noch die Axt dabei, ne? Ja, aber da ein Seil schon vorhanden ist, bekommst du eine Erleichterung von 1. Deswegen hast du insgesamt eine Erschwernis von 1. Guck mal, wie ich mit dir bin. Wirf mir bitte einen W20 für mich noch einmal. Ich glaube, das ist jetzt nur schief gegangen wegen der 20, ne? Aber egal. Die anderen Sachen sehen ganz gut aus. Aber wirf mal bitte einen W20. Ja. Lieber Dartan, bitte mal eine... Ja, ich brauche eine Stärkeprobe, also Kraftakt. Kraftakt, okay, wo ist das? Weil du merkst, auf einmal mit einem Ruck zieht jemand an dem Seil. Hier kriegt jemand Panik. Dass wir unsere 20 noch alle immer so schön bestätigen. Ja, du versuchst noch gegenzuhalten, aber mit einem Satz landest du nach vorne auf dem Bauch. Im Wasser, ja, Bauchklatscher, ja, schon klar. Richtig, Ich versuche, das Seil nicht zu verlieren. Aber da die Rüstung nicht an ist, hätte ich nur einen Modifikator von -1. Das hätte jetzt aber auch nichts ausgemacht. Ich hab die Lederrüstung ja nicht an, aber ich bin ja bei -6, also ist mir egal gewesen. Ja, ich guck grad mal bei dir im Inventar, du müsstest nämlich, bei Kampf, Ausrüstung, ja, du hast noch deine Lederrüstung als aktiv drin. Richtig, da müsst ihr darauf achten, wenn ihr gleich schwimmt, dass ihr da, ja, normale Kleidung oder nichts halt drin habt, dass da euch das nicht Abzüge gibt. Aber ja, hätte nichts ausgemacht. Ja, wie gesagt, da dann du landest... Vorweg im Wasser, deine. Ich versuche mit den Händen und so das Seil nicht zu verlieren. Und dann machen wir bitte eine Fingerfertigkeitsprobe. Moment. Das ist. Das wünscht mir Glück. Ha! Ja, gelingt dir. Du merkst schon, wie das Seil langsam wegrutscht, aber du kriegst es gerade noch wieder zu fassen, obwohl es nass ist und alles.
ziehst es nochmal stramm und Nimro, bitte nochmal deine Schwimmenprobe, auch wieder erschwert um 1. Weil du merkst, okay, das Seil hat irgendwie noch Halt. Ja, mit Pusten kannst du dich schnell wieder über Wasser ziehen. Und, ich wollte ja gerade sagen, ich würfel hier eigentlich auf eine 14, 15, 15. Da wäre es schwierig, nicht schwimmen zu können. Ja, du musst wahnsinnig husten und ja, also das war nicht so gut, aber ja, brauchst einen Moment, um dich zu sammeln und ja, schaffst es dann schlussendlich, aber trotzdem da unten durchzutauchen. Der Schreck saß tief, weil hätte das Seil verloren, dann wäre es kritischer geworden. Was war denn da los? Hörst du von Data an? Ja. Keine Ahnung. Hat ihr einen falschen Ausgang genommen in der Höhle, oder was? Nein, irgendwie Wasser in die Nase gekriegt und gehustet und dann Seil verloren und dann... Data grinst dich an. Aber es scheint auch irgendwie, scheint auch kalt zu sein. Irgendwie ist so, er ist ja dünn, er fängt so schon fast leicht an zu zittern, jetzt irgendwie so kalt ist in diesem scheiß Höhlenteich hier. Ja, und jetzt? Es ist kalt. Ja. Ja, jetzt ja, habt ihr hier, Sachen. Hier, wo ich bin, geht's nach oben. Da oben müssen wir da mal ein Licht machen. Also Dartan lässt das Seil nicht los. Das ist also auch lang genug, dass er da hochstapfen kann. Und ich glaube, Nimro sieht ja sowieso besser als Dartan in dieser Umgebung. Also Dartan sieht fast nichts. Du siehst auch nicht. Ich sehe auch nichts. Okay. Also in dem Moment, wo Dartan der Meinung ist, kann ja tastend sich ein bisschen voranbewegen, dass es da irgendwo wirklich trocken wäre. Ihr hört ja das Wasser. Ihr hört, dass das Wasser immer weniger schwappt und bis ihr dann schlussendlich auf Steinen nur noch tretet, wo kein Wasser mehr ist. Okay. Dann würde Dartan versuchen, so mit der flachen Hand irgendwie eine Stelle zu suchen, die halt also horizontal ist, nicht irgendwie schräg oder verkrumpelt. Und dann sagen, hier kann der Kessel hin. Ja, und dann tastenderweise den Kessel ausräumen und wie vereinbart aus dem, was das im Kessel drin ist und hoffentlich das alles gut überstanden hat, eine Lichtquelle anzuzünden. Ja, das also ein Lagerfeuer letztlich, das haben wir ja gesagt. Ja, die Sachen sind wirklich trocken geblieben. Das mit dem mit der beschmierten Decke, sag ich mal, hat wunderbar funktioniert. Es ist echt nichts nass, also vielleicht mal so gefühlt ein, zwei Tropfen auf irgendeiner Kleidung, aber das ist halt, ne? Ja. Das ist nichts. Es hat super geklappt und ja, es gelingt euch recht schnell, dort Feuer anzumachen. Ich werde jetzt noch nicht drüber springen, weil das mache ich erst, wenn ihr alle drüben seid. Ja. Ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Ja. Aber ihr seht, dass ja, die Höhle sehr, sehr weitläufig ist. Geht nach oben mehrere Meter, noch viel, viel höher als die Höhle, in der ihr jetzt losgestartet seid, also in der, wo jetzt noch die anderen warten. Mhm. Und auch von der Länge her ist die deutlich größer. Das heißt, unser Lichtschein verliert sich im Schwarzen nichts, weil wir die Wände nicht sehen und die Decke nicht sehen. Mhm. Ja, aber ihr hört auch schon durch den Hall, das ist groß. Ja, also geschätzt so ungefähr dreimal so groß wie eure Höhle, wo doch die anderen drin sind. Na gut, also Dartan kümmert sich erstmal nur darum, dass das Feuer da ist und packt alles aus dem, also in dem Moment, wo das Feuer da ist und man ein bisschen Licht hat, dann packt er alles fein säuberlich aus dem Kessel aus, was da drin war und trocken geblieben ist. Das war ja unter anderem seine Kleidung, also seine schwere Kleidung, und legt ihn halt da zurecht, sodass er nicht irgendwie aus Versehen ins Wasser fällt oder angezündet wird vom Feuer, was weiß ich. Also etwas abseits da irgendwo. Da ihr nicht habt, ist das gar kein Problem. Das kriegt ihr alles so. Aber ja, er muss ja noch bestimmt noch mal rüber, insofern zieht er sich jetzt da nicht um. Und wenn der Kessel wieder leer ist, guckt er Nimro an und fragt, wollt ihr hier bleiben? Ich kann zurückschwimmen, du wärmst dich. Gut, einverstanden. Also Nimro schaut sich diesen, im Gegensatz zu ihr, ziemlich dürren Typen an, der da so leicht zitternd schon steht, weil er schon länger nass ist. Ja. Und guckt einfach nur einmal an die hoch und runter. Wärm dich. Nimmt sich den Kessel, scheint ein wenig zu grinsen und würde jetzt wieder zurück wollen. Dartan, was machst du mit deiner Axt? Moment, Dartan würde dir noch sagen, bring die beiden Schürzenbündel mit beim nächsten Mal. Die Axt stellt Nimru zu der, oder legt Nimru zu ihrer Kleidung. So, okay. dass sie die im Feuerschein noch sieht, aber dass sie halt nicht im Weg liegt. Okay, und ich nehme an, die mit Wachs bestrichene Decke nimmst du auch wieder mit in den Kessel. Oder da würde Dartan auf jeden Fall darauf hinweisen. Das ist ja der Tropfen letztlich. Ja, genau. Okay, dann von dir eine normale Schwimmprobe.
ob du wieder zurückschwimmen kannst. Ja, du machst den ersten Schritt und ja, rutscht blöde aus. Bonk. Ja. Etwas Was ist peinlich. Denn da heute los? Genau, etwas peinlich, aber da das hier langsam ins Wasser geht, ja, bist halt irgendwie blöd weggeknickt. Das hat nur Dartan gesehen, keine Sorge. Richtig. Du hast noch meine Würfe gekriegt. Sie flucht wieder in einer Sprache, die Dartan nicht kennt. Ah, Rogolan? Nein. Nochmal eine Schwimmprobe. Nochmal eine Schwimmprobe. Ah, da. Sorry. Hab's. Ja. Gut, beim zweiten Mal gelingt es dir auch, einmal rüber zu schwimmen und ja, du kommst jetzt da, wo die kleine Fackel gebrannt oder immer noch brennt, kommst du wieder raus und musst jetzt eine Kletternprobe erleichtert um 1 machen. Dass du wieder hoch. Also die Schwimmprobe wäre ja auch um 1 erleichtert, oder? Weil wegen des Seils. Ja, aber durch den Kessel wieder um 1 erschwert. Ah, ja, okay. Deswegen plus minus 0. Okay. Kletternprobe erleichtert um 1? Genau, durch das Seil. Musst du würfeln, runter braucht ihr nicht würfeln. Okay, ja, es gelingt dir ohne Probleme, ja, wieder hochzuklettern. Ihr hört schon von unten das leichte Tong, Tong von dem Kessel, der gegen die Wand immer schlägt beim Klettern. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, der könnte kaputt gehen, sondern das ist ganz normal. Ach so, die andere Seite des Seils würde Dartan natürlich auch befestigen, da irgendwo jetzt, wo Licht ist. Entweder kann man da was festbinden oder er würde mit Kletterhaken das machen. Musst du sagen, was da ist? Kletterhaken wäre natürlich sicherer, weil du es dann wirklich verankerst in der Wand. Dann würde ich es verankern. Wie viele Kletterhaken ziehe ich mir ab? Ich denke mal, das kriege ich hin. Ja, 2 Stück. Gut, dann ist das Seil jetzt gespannt. Auch wenn Dartan jetzt einen Herzinfarkt kriegt, ist das Seil gespannt. Richtig. Gut, Nimru, du kommst nass, aber nicht frierend, wieder oben an und siehst in erwartungsvolle Augen. Feuer ist an. Und sie hält den Kessel in Richtung demjenigen, der ihr nächsten steht, bevorzugt Saladir oder Khajiit. Mhm. Ja, Saladir wird auch sie begrüßen mit sehr gut. Dann ist drüben alles sicher, dass wir uns und unsere Ausrüstung rüberbringen können? Ist große Höhle. Und wir haben erstmal ein bisschen Platz. Man kommt gut aus Wasser raus. Ist wie an Flussufer, an Seeufer. Das klingt gut. Dann sollten wir uns daran machen, vermutlich zuerst einen Teil unserer Ausrüstung und dann die Leute rüber zu schaffen. Ja. Dann wird Saladir tatsächlich daran machen, wie er abgesprochen, den Kessel neu zu packen. Ja. Sofern keiner seiner Gefährten da was dagegen hat. Klamotten von dem, der schwimmt in Kessel vielleicht. Ich nehme Kessel mit. Mhm. So, am besten wäre es halt, wenn er jetzt langsam die Papiersachen mit reinschmeißt, weil, ne? Irgendwann ist auch dieses mit Wachs durchtränkte Tuch durch. Dann ja, das heißt, er wird jetzt als erstes dann im Prinzip das Papierzeug, das ist, ich gehe mal davon aus, wir haben das vorher irgendwo gesammelt und ich muss jetzt nicht in jeder Tasche einzeln rausklauben, sondern wird das jetzt entsprechend einfach einpacken, dass alles, was Papierzeug ist, was reinpasst und auch das Mammutant-Billet, das er selber in der Tasche hat, das hat er vorher in sein Tagebuch gelegt und stopft das dann mit rein. Okay, dann deine Klamotten stopfst du auch mit rein. Ja, außer es möchte jemand anders als nächstes schwimmen. Er drängt sich tatsächlich auf, als nächstes baden zu gehen. Er guckt auch Khajiit und Retzan an, ob die vielleicht noch vorher mit wollen. Retzan ist noch am Aufschreiben, am Gucken, am Machen. Der noch nicht. Nimro würde sich umschauen, ob vielleicht noch ein Zivilist mitkommen will. Die sind scheinbar alle gerade. Lyko von Tomrad vielleicht. Der muss ja in unserer Nähe sein, oder? Ja, der ist direkt in der Nähe, aber der traut sich nicht irgendwas zu sagen. Man sieht es sein Gesicht an, dass er auf wartet, dass ihr zu ihm sagt, so, jetzt du. Ja, es war vielleicht. Wenn das sei gespannt ist, würde ich mein Glück versuchen, da schon mal. Ja, Khajiit dann schon mal mitschicken, ne, oder? Ja. Nimro würde auf Steyun zugehen und fragen, soll ich den Kleinen mitnehmen? Er zuckt nur mit den Schultern. Mach, was du willst. Doch, würde ich machen. Guter Krieger, aber wenn alle von uns hier langsam weg sind. Sie nimmt Yuko von Tomrad einmal an der Hand und würde ihn Richtung Saladir schieben. Okay. Ja. Saladir guckt ihn an. Entkleidet euch so weit wie möglich, dann wir müssen schwimmen. Er zieht seine Weste aus.
Ja, wie viel hat er jetzt noch an? Theoretisch immer noch alles. Ich sagte, entkleidet euch so weit wie möglich. Alles, was ihr jetzt anhabt, wird nass werden. Ihr werdet drüben frieren und es wird euch beim Schwimmen behindern. Ich kann mich hier nicht vor allen entkleiden. Wir sind hier in einem Höhleneingang. Zieht das aus, was ihr nicht dringend benötigt. Lasst die Unterwäsche an. Dayun, Nimrud geht sich um, grinst ihn einmal an. Ach, schade, hast du einen Mantel, den du dem Kleinen halten kannst? Er guckt sich etwas fragend an. Ich hab ein Schild. Das reicht, der ist klein. Oh, er holt sein Torwallerschild raus. Das ist für euch, ein Torwallerschild ist ein... Guck jetzt gerade, ob es ein mittleres oder ein großes Schild sogar ist. Moment, das Torwallerschild steht als mittleres. Das ist ein mittelgroßes Schild. Der Hyun wird dafür sorgen, dass nicht viele euch angucken. Dann stellt sich Nimrud mit dem Rücken zu Yoko daneben, macht sich breit ein bisschen, grinst der Hyun an und sagt, und jetzt los, Kleiner. Ja, er ist etwas, zögerlich, aber ja, so mit immer wieder umgucken, ob auch keiner guckt und so weiter. Ja, entkleidet er sich dann und steht schlussendlich nur noch in Unterwäsche dort und verdeckt so mit seinen Händen so, den Oberkörper. Mhm. Seid ihr nicht prima, dann könnt ihr jetzt drüber, ihr könnt euch ja drüben dann wieder ankleiden. Also, Moment mal, ich möchte einwerfen, dass wir sicherlich abgemacht haben, dass jeder, der schwimmt und der irgendwie tauglich ist, also der Erzherrscher jetzt vielleicht nicht, aber jeder, der schwimmtauglich ist, versuchen sollte, irgendwas von dem Zeug mit rüber zu nehmen, was halt nass werden darf. Möchtest du diesem Hämpfling wirklich irgendwas in die Hand drücken, das wir hinterher noch brauchen? Das überlasse ich euch, weil ich bin ja nicht da. Du bist nicht da. Ich bin nicht da. Ich rufe euch das so in Erinnerung, weil das haben wir garantiert so ausgemacht, dass irgendwie nicht die Nimro irgendwie 100-mal hin und her tauchen muss und hier den Kurierfahrer spielt. Also Nimro wird dem Schwächling, okay, dem Kind, gut, dann nicht. Wird sie nichts geben. Dann nicht. Saladier schließt sich dem an, der er weiß ja nicht mal, ob der schwimmen kann, dem drückt da nichts in die Hand, was wir hinterher noch brauchen. Alles klar. Aber wenn Khajiit oder Saladier vergessen, irgendwas mitzunehmen, dann würde Nimru sie darauf hinweisen. Okay, also, wer schwimmt jetzt mit rüber? Also es ist einmal Nimru wieder, die zurückschwimmt und eine Kessel nimmt. Einmal Yoko. Mhm. Khajiit, du wolltest mit rüber? Ich würde wenn Khajiits Klamotten noch reinpassen, ne? Also ja, das passen. Ist ja... Passen. Ich das würde jetzt mal entkleiden, bis ich jetzt nur noch die Unterhose halt am Leib trage. Ja. Vielleicht, ja. Und deinen Stab hast du aber auch dabei, nehme ich an. Ne? Da ist vielleicht ein bisschen hakelig unten vielleicht. Ja. Saladier, willst du auch mit rüber oder willst du noch hierbleiben? Nee, ich würde noch hierbleiben zum Koordinieren noch. Okay, gut. Das heißt, ihr drei, Nimmt Khajiit noch irgendwie so schon was von seinem Gepäck mit, also das nass werden kann? Er hat noch seinen Rucksack, wo halt die anderen Sachen drin sind. Ja, also ich würde sagen, alle die Helden würde ich fast vorschlagen, jeder, der was trocken bleiben muss, halt klar nicht. Kann, aber alles andere kann mit, ne? Es gibt die, okay. Es gibt alles, die beiden. Was nass werden kann, würde ich mitnehmen. Es gibt die beiden Bündel, die geschnürt sind, die liegen also zurecht. Also wenn Essgeschirr zum Beispiel und solche Sachen ist, das nass ist oder nicht, das ist ja egal. Also es gibt die beiden Bündel, dann gibt es jeweils euren Rucksack. Und es gibt Datans Rucksack noch. Mhm. Der gut gefüllt ist mit Zeug. Nimru würde kurz überlegen, ob sie jetzt Datans oder ihren Rucksack mitnimmt. Also für euch nochmal, alle großen Gegenstände erschweren euch eure Schwimmprobe um 1. Das Seil gibt euch eine Erleichterung von 1. Mhm. Also eure eine Waffe, Erschwernis von 1. Einen Rucksack, eine Erschwernis von 1. Der Kessel, eine Erschwernis von 1. Wenn du mir sagst, es ist für Nimru möglich, den Rucksack von Datan auf dem Rücken, auf dem Rücken und den Kessel gleichzeitig rüber zu bewegen, mit einem Abzug von 2. Beziehungsweise von 1, weil du das Seil hast, ja. Dann wird sie das tun. Okay. Dann nehme ich jetzt Datans Rucksack. Und die Bündel, sind die auch Abzug 1 oder ist das zu klein? Beide Bündel zusammen wären auch Abzug 1. Also ich würde schon vermeiden, halt so wenig wie möglich halt mitzunehmen. Ja, was möchtest du mitnehmen? Das ist jetzt dir überlassen. Gar nichts. Ich würde ja eventuell... Du hast durch deinen Stab entweder in den Kessel reintun wollen oder halt ist jetzt voll in dem Fall jetzt fragen, ob sie halt dann meinen Rucksack rüberbringen könnte. Nimm ruhig deine Entscheidung, ob du noch einen Rucksack nimmst. Kannst du dir vorne rumschnallen? Schaut Khajiit an, schüttelt dann den Kopf und nimmt den Rucksack. Okay. Danke. Gut, möchtest du dann die kleinen Säcke mitnehmen, oder
Also wenn du einen Sack mitnimmst und deinen Stab, wäre es für dich eine Erschwernis von 1 durch das Seil eine Erleichterung von, also so plus minus 0. Ja. Okay, dann das heißt, einen Beutel nehmt ihr mit rüber. Gut, ja, ihr klettert runter, da braucht nichts würfeln und jetzt brauche ich von euch eine Schwimmprobe. Von Nimru, du hast insgesamt minus 2 und Khajiit hat 0. Beziehungsweise minus 1 wegen der Modifikation noch. Ja, also zusätzliche Erscheinungen, genau. Jetzt muss ich kommen. Wünsch mir Glück. Oh, minus 11. Oh, schön. Ja, also, ja, ihr wollt gerade anfangen zu schwimmen. Nimru, du kommst auch ohne Probleme ins Wasser und. Oder kann ich schon einen Schicksalswurf machen? Hast du noch einen Schicksalspunkt? Ah, nee, ich hab. Stimmt, ich hab gar keinen mehr. Nein. Ja, wir gehen alle gar keine mehr. Ja. Nimru, du siehst, du willst gerade Luft holen und runtertauchen und siehst, dass Khajiit struggelt. Also, der du merkst schon, okay, der kriegt Panik. Ja, dann würde sie diesen Schwimmversuch, obwohl er gelungen ist, absprechen und versuchen, nach Khajiit zu fischen. Gut, dann, wenn du ihm helfen möchtest, eine Erschwernis dir nochmal zusätzlich geben, um Khajiit nochmal eine Erleichterung zu geben. Machst es ja, dir schwer, wenn es ihm leichter ja, beim Schwimmen, ne? Genau, beim Schwimmen. Ja, welche Erschwerung kriege ich da? Insgesamt hast du dann eine Erschwernis von 3 und Khajiit okay. Hat eine Erleichterung von 1. Bitte nochmal eine Schwimmprobe von euch. Drück mir doch mal die Daumen. Es ist besser geworden. Es ist besser geworden, minus 6 nur noch. Gut. Nimrus 1 muss jetzt irgendwie triggern. Nimrus verdreht die Augen und nimmt den Stab von Khajiit. Nein, brauchst du nicht. Du hast eine 1 gewürfelt, deswegen, du siehst, dass er wieder struggelt, aber du denkst dir, okay, es sind nur 3 Meter. Du schnappst ihn, ziehst ihn runter. Und schubst ihn dann nach oben. Ja, und taust schnell mit ihm durch. Ja, und dann nehme ich den kleinen Khajiit auf die Schultern, oder wie? Nee, du ziehst ihn einfach mit dir und ja, am anderen Ende, wenn ihr wieder umtaucht, ist halt am Husten und am Pusten, aber ja. Also Dardan steht mindestens bis zu den Knien im Wasser und zerrt euch da raus oder nimmt euch irgendwie was ab, so wie er da in seiner Reichweite kommt. Nimm Ruhe einmal Khajiit ab, bitte. Ich zerr Khajiit da aus dem Wasser von mir aus, wenn du ihm mir reichst, dann zerr ich da an Land. Ja, und dann kommt sie mit einem Rucksack vorne, einem Rucksack hinten und dem Kessel in der Hand aus dem Wasser. Danke, Nimru, wie kann ich euch das jemals vergelten? Ja, du bist noch mehr am Husten oder am Prusten als am Sprechen, ja. Aber gut. Ja, der junge Heiler Yoku, muss man retten. Der junge Yoku taucht auch hinter euch dann auf. Ja, sehr vorsichtig und sehr zögerlich, aber ja, jetzt seid ihr drüben. Aber wo ich überrascht war es jetzt nicht. Ja, genau. Wenn ich mir so meine Werte angucke. Genau, jetzt habt ihr die nächste Fuhre schon drüben. Ja, Dardan nimmt den Kessel in Empfang, damit die Tauchenden jetzt ein bisschen Pause haben. Also Khajiit taucht ja nicht wieder, aber ich glaube, der ist gerade nicht einsatzfähig. Und nee. Nimru soll sich ausruhen, also die kann ihre die Rucksäcke ablegen, damit die ein bisschen leer laufen. Und den Kessel, da würde sich Dardan drum kümmern. Genau, ja, den räumt ihr ganz normal aus. Und wer dann als nächstes rüberschwimmt... Moment. Ja? In dem Kessel ist doch die Kleidung von Yuko von Tomrad, oder? Ja. Und? Meister? Ja, auch natürlich die Brosche, die war an seiner Kleidung dran. Kann ich die jetzt einstecken, ohne dass er das merkt? Nein, er steht direkt neben dir. Also. Okay, ich wollte ja fragen, ob der da irgendwie halb ertrunken irgendwie. Wollte es ja nochmal fragen. Der hat seine Schwimmprobe nicht zweimal verkackt. Ja, ich wollte es ja nur wissen, was er da gerade tut. Also er ist 1 Meter davon entfernt, da ihr Feuer angemacht habt. Man würde sehen, dass du ja, an der Kleidung mehr rumhantierst, als sie einfach nur rauszunehmen. Beziehungsweise Yuko will sie natürlich auch schnell wieder anziehen. Ja, ich wollte ja nur die Situation jetzt von dir beschrieben haben, ob das ja jetzt irgendwie hier sich... Du kannst es versuchen, wenn du möchtest. Es wäre ein Wurf auf Taschendiebstahl, erschwert 3. Oh, vergiss es, warum meine ich? Nein. Okay. Nein. Lade ich das aus, gebe ihm seine Kleidung, gebe Khajiit seine Kleidung. Und keine Ahnung, was in dem Kessel noch drin war. Die Rucksäcke schenke. Vor allem Schreibzeug. Ja, du, das ist das. Und irgendwie Khajiits Kleidung noch. Ja, das gebe ich ihm. Genau. Also die Kleidung verteile ich und alles, was sonst an dem Kessel ist, tue ich erstmal außer Reichweite des Feuers irgendwo hin. Genau. Und die Rucksäcke auch woanders hin, damit die laufen ja wahrscheinlich so ein bisschen leer. Jetzt, die sind ja nass geworden. Du stellst sie in der Nähe vom Feuer, dass sie trocknen können. Ja, wie auch immer. Also ich mache sie mal auf und gucke, dass sie irgendwie das Wasser erstmal, was drin ist, erstmal ablaufen kann. Willst du die Rucksäcke ausleeren oder willst du sie nur aufmachen?
Wenn du sie ausleerst, trocknen sie schneller. Also meinen eigenen würde ich ausleeren, aber erst wenn Nimro wieder zurück ist, weil wir wollen jetzt Zeit sparen. Und also der Kessel hat Vorrang. Wenn der Kessel leer ist, kriegst du den wieder in die Hand und dann darf sie zurücktauchen, wann immer sie dazu sich bereit fühlt. Und meinen eigenen Rucksack würde ich ausleeren. Den anderen Rucksack ist ja der von Khajiit, nehme ich an, dass ich den erkenne, oder? Mhm. Ja. Ja, da würde ich, Khajiit ist ja drüber, da drüben, da soll ich um seinen eigenen Rucksack kümmern. Dann würde da dann jetzt nichts genau. weitermachen. Okay. Aber meinen eigenen würde ich ausleeren und irgendwo hin tun. Okay. Ja. Gut, ja, leite das aus. Gucken, ob alles da ist. Bisschen, dass es trocknet. Ja, ja. Bei mir fehlt jetzt nur noch die Gürteltasche, weil die ist noch in einem dieser beiden Bündel. Genau, ein Bündel ist auch mit drüben, das hat Khajiit mitgenommen. Achso, hast du mitgenommen? Welches Bündel, Khajiit? Die Schlafdecke hatten wir jetzt im Zelt transportiert oder was? Das Zelt ist auch die von Khajiit. Das Zelt ist noch drüben. Das Zelt ist noch drüben. Ihr habt jetzt Bündel mit den Fackeln. Okay, ja, das würde ich auch aufschnüren und so hinlegen, dass wir die Fackeln auch trocknen können. Okay, gut, so, da jetzt die Folge aber schon mehr als Überlänge hat. Ja. Wie Nimro beim nächsten Mal rüberschwimmt, was ihr beim nächsten Mal mitnimmt, wen ihr als nächstes rüberbringt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, so ist es und wir brauchen ein bisschen Namensvorschläge jetzt. Also Tauchgang wäre... Planschparty. Planschparty, ja. Planschbecken. Poolparty. Abgetaucht. Abgetaucht. Ja, abgetaucht im wahrsten Sinne des Wortes. Nass geworden. Er steht auf Abwägen. Ja. Feuchtgebiete wird natürlich auch gehen. Ja, jetzt muss man unter der Gürtellinie. Ein Feuchtgebiet. Du bist denn? Ihr seid in der nassen Höhle. Du bist auch unter der Gürtellinie nass geworden, mein lieber Freund. Bin ich aber ganz sicher, ja? Jo. Oh. Tja. Weitere Ideen? Schwimmversuche. Na, die kommen in der nächsten Episode. Warte nochmal ab, wenn du mit deinem Waldi da durch willst. Waldi schwimmt besser wie wir alle zusammen, ja? Das ist so, also, weil Waldi und Körpertalente funktioniert, ich mache mir mehr Sorgen um mich. Okay. Eine Stimme flüstert mir noch ins Ohr, wiederholtes Wasserwürgen. Wasserwürgen. Ja. Ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mal gucken. Gut, dann ist da hoffentlich vielleicht was dabei gewesen. Und damit ist die Episode zu Ende und weiter mit der nächsten Fuhre und dem Fährverkehr, dem unterseeischen Fährverkehr der Marke Nimru, geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin. Oh